Hi, ich bin der Chris, ich bin Hochzeits-DJ aus München und hier kommt das Wedding Wednesday Magazin. Hi, hier ist Christoph, euer Hochzeitsfotograf aus dem Mittelrheintal und das hier ist das Wedding Wednesday Magazin. Hi, ich bin Sarah. Hi, ich bin Nico. Wir sind von Juwelin Media. Jetzt kommt das Wedding Wednesday Magazin. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Lilia Mamutenko von deiner Hochzeitsmacherei. Ich freue mich euch, jetzt die Wedding Wednesdays präsentieren zu dürfen. Hey, ich bin Rafa, Hochzeitsvideograf und jetzt kommt das Wedding Wednesday Magazin. Hallo, ich bin Katrin von Brautschön und jetzt kommt das Wedding Wednesday Magazin. Viel Spaß. Das ist Franzi. Das ist Manu. Und wir sind die Bernhards. Und jetzt kommt das Wedding Wednesday Magazin. Es ist Mittwoch, der 20. März 2024 und jetzt endlich passiert das, worauf ihr alle gewartet habt. Wir starten mit dem Wedding Wednesday Magazin und stellen euch jetzt alle Nominierten der Wedding King Awards Vorentscheide in diesem Jahr persönlich vor. Und wir machen das so, wie ihr es schon kennt. In jeder Sendung gibt es 7 Nominierte, die ihr kennenlernen werdet und wir starten jetzt direkt mit DJ Said aus München. Viel Spaß! Es könnte keinen passenderen Ort geben, als eine Bar mitten in München, um einen DJ zu interviewen. Bei mir ist nämlich Chris. Hi Chris. Hi, servus in München. So Chris, Wedding DJ Munich. Ja. Ist das Label, unter dem du unterwegs bist. Also ganz klar, es ist der Hochzeits-DJ in München, um München und um München herum. Genau. Vermutlich. Ja. Seit wann bist du dabei und wie würdest du deinen Musikstil beschreiben? Dabei bin ich auf Hochzeiten seit 7 Jahren. DJ angefangen damals noch in der Schule mit 16, jetzt bin ich 30, also seit 14 Jahren. Mhm. Und Hochzeiten spiele ich normal, Firmenveranstaltungen natürlich auch, aber hauptsächlich sind Hochzeiten mein Ding. Ja. Bin vor 7 Jahren da drauf gekommen durch einen DJ-Kollegen. Davor hat mir das eher weniger gesagt. Wenn du mal Club-Engagements, die du ja auch spielst, mit Hochzeiten vergleichst, was ist das Schöne an Hochzeiten? Dass jede Hochzeit anders ist. Mhm. Also ist jede, ich sag mal, Club, wenn du gehst, ist jede Woche das Gleiche. Kommst um 10, um 11, steckst deine USB-Sticks, deinen Laptop, die Kopfhörer an, spielst eigentlich immer die gleiche Musikrichtung. Auf einer Hochzeit ist es einfach komplett unterschiedlich. Gibt es bei dir sowas wie No-Go- und Must-Have-Listen, Wunschlisten? Ja. Also wenn ich ins Vorgespräch gehe mit dem Brautpaar, dann sage ich denen immer, dass ich mir eine Must-Have-Playliste sage oder No-Go-Playliste mir erstellen und zuschicken, dass ich einfach weiß, was wird gewünscht am Abend, sage ich mal. Sehr wichtig. Jetzt beginnen ja viele Paare ihre Party klassisch mit dem Hochzeitstanz. Und jetzt mal völlig wurscht, welchen Song sie wählen. Mhm. Welchen Songs spielst du als zweiten Song? Eigentlich keine, ich sag mal, ich habe so meine Top-Hits, die danach richtig reinhauen, sage ich mal, von der Stimmung, dass gleich auch alle auf der Tanzfläche bleiben und tanzen. Das geht von YMCA bis Macklemore, Can't Hold Us, also eigentlich querbeet, sage ich mal. Natürlich Stimmungsmusik sofort. Also. Es gibt jetzt ja durchaus aber auch Paare, die sagen, hey, wir wollen gar keinen Hochzeitstanz machen. Lass uns die Party einfach anfangen. Ist das empfehlenswert? Ich würde es nicht empfehlen. Mhm. Obwohl es jetzt schon vor allem die letzten 2 Jahre öfters vorgekommen ist, dass sie keine Eröffnungstanz haben. Ja. Aber da schaue ich halt einfach nach einem Abendessen, sage ich mal, dass ich mit der Musiklautstärke nach oben gehe und mit der Geschwindigkeit, sage ich mal. Aber klar, wenn du einen Eröffnungstanz hast, Brautpaar steht in der Mitte und die Gäste außenrum, ist natürlich prima, weil du alle Gäste auf der Tanzfläche gleich hast. Chris, jetzt hört man ja bei DJ, wenn man so in sein eigenes Köpfchen hört man Musik und man denkt, gut, der DJ ist derjenige, der die Musik macht. Er kümmert sich darum, dass die Musik zum richtigen Zeitpunkt laut und zu anderen Zeitpunkten leise ist. Aber das stimmt ja so nicht ganz. Das heißt, wirklich mal so ein bisschen Aufklärungsarbeit. Was gehört zum Job des DJs, im Speziellen des Hochzeits-DJs, dazu, aus deiner Sicht? Dass man die Gäste lesen kann. Hm. Also auf was es drauf ankommt, sage ich mal, dass man einen guten Mix findet und dass man einen roten Faden durch den Abend legt, sage ich mal. Du wirst vielleicht nicht alle 100% mit der Musik befriedigen können, sage ich mal. Ist ja auch jetzt kein Club, sondern eine Hochzeit. Viele wollen sich vielleicht auch unterhalten, sage ich mal. Aber da schaue ich, dass ich einen roten Faden durch den Abend lege, dass die Stimmung da ist.
Ab und zu natürlich moderiere ich ein bisschen was an, natürlich auch, um die ein bisschen aufzuheizen, sage ich mal. Ja, einfach ein Gespür für die Musik und ja, sowas kommt halt durch Jahre, sage ich mal. Mhm. Mitsingen gehört vermutlich nicht dazu ins Mikro. Nein. Bin kein MC. Auch das gibt's. Auch das ja, gibt's. Das gibt's, ja. Da darf man sich, so schnell nicht verschätzen. Jetzt kommt das Paar zu dir, fragt dich an. Die Buchung, es ist alles klar. Was bringst du dem Paar außer dich selbst und, sag mal, deinem Laptop und den USB-Sticks, die du mit in den Club nimmst, was bringst du noch mit? Die komplette Technik. Ja. Also eigentlich von Musikboxen, Lichter, Spots, mhm, Funkmikrofon. Ja. Und dann gibt es also bei mir eigentlich kein Ende, sage ich mal, mit Technik. Ich bin selber so ein Technikfreak. Von Nebelmaschine, Konfetti, Bodennebelmaschine. Also eigentlich alles querbeet, was die Hochzeit aufpimpt, sage ich mal. Schön, Konfetti. Ja. Konfetti hat man mich ja immer, ne? Gibt es einen Rat, den du zukünftig buchenden Paaren gerne geben möchtest, worauf sie besonders achten sollten bei der DJ-Suche? Dass eine gute Technik vorhanden ist, okay, sage ich mal. Die Leistung des DJs natürlich. Ja. Der Markt ist groß, ja. Ja. Und es ist schwierig, gerade wenn man jetzt vielleicht einen DJ noch nicht vorher erlebt hat und jetzt keine Erfahrungswertung, keine Empfehlung hat. Ja. Es ist natürlich extrem schwer, sich dafür jemanden entscheiden zu können, weil ich ja nicht reingucken kann in das, was du tust. Ja. Was ich da anbieten kann, ist, während Corona hatten wir mal einen Livestream von allen Hochzeitsdienstleistern hier aus München. Da haben wir uns aufgenommen, auf ganz normaler Livestream. Und da lege ich auch auf. Ja. Also das schicke ich dem Brautpaar auch immer zu. Und dann können sie reinschauen, dann lege ich so eine Dreiviertelstunde auf. Mhm. Und dann hört man auch das Mixing von mir, wie ich auflege und sowas. Und das biete ich dem Brautpaar immer an. Ihr Lieben, das ist Chris, Wedding DJ Munich, nominiert als bester Hochzeits-DJ in der Region Deutschland Süd. Ihr könnt eure Stimme für ihn abgeben. Und wir setzen uns jetzt noch ein bisschen an die Bar. Jawohl. Und wie es sich gehört, sitzen wir jetzt mit einem weiteren Nominierten auf seinem Sofa, denn wir haben ihn besucht. Christoph Künstler, nominiert als bester Hochzeitsfotograf und Videograf in der Region Deutschland-West. Hey Christoph. Hi Bea, grüß dich. Schön, dass ihr hier seid. Du, deine Frau sagt über dich, der Christoph ist eigentlich noch ein Newbie, aber der brennt für diese Sache wie verrückt. Unterschreibst du das? Ja, meine Frau hat immer recht. Ich habe mich nicht trauen, was anderes zu sagen. Ist sie, was so Foto und Video angeht, auch deine größte Kritikerin? Nee, meine größte nicht. Weil der größte bist du? Nee, auch das nicht tatsächlich. Wer ist es? Ganz ehrlich, das klingt jetzt echt super schmalzig, aber es ist der Maffa. Oh. Unser letztjähriger Gewinner hier. Mhm. Der kritisiert tatsächlich am härtesten. Der hat mich aber auch, also der hat mich tatsächlich ein gutes Stück dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Das ist so. Wo bist du heute? Wenn du mal so zurückguckst auf den Weg, den du gegangen bist, ist das das Ziel, was du vor Augen hattest, wo du hin wolltest? Wenn ich ganz ehrlich sein soll, dann könnte ich gar nicht sagen, dass ich ein riesengroßes Ziel hatte, als ich angefangen habe. Das Ziel hat sich erst so mit der Zeit herausgestellt. Und wo ich jetzt bin, das macht mich super, super glücklich. Alleine die Tatsache, dass wir jetzt hier auf dem Sofa sitzen und uns über die Wedding King Awards unterhalten, das ist schon irgendwie total verrückt, weil ich halt erst vor 2 Jahren mit der Hochzeitsfotografie und Videografie angefangen habe. Und ich habe beides direkt zusammen gemacht, also direkt im ersten Anlauf. Und das, ich habe ehrlich gesagt nur geguckt, ob es überhaupt was für mich ist. Ne? Und das war halt nach der ersten Hochzeit, nach der zweiten Hochzeit war das... Es hat einfach, also ich habe halt gemerkt, ich brenne dafür und habe da eine riesen Leidenschaft für. Mhm. Ja. Wie würdest du jemanden, der dich nicht kennt, deinen Stil beschreiben? Roh, echt, authentisch und naturverbunden. Mhm. Schlägt sich das in einer bestimmten Farbgebung wieder? Ja, schon. Also ich bin schon in der Farbgebung auf der sehr natürlichen Seite. Mhm. Ich würde sogar sagen, eher ein bisschen neutraler als warm. Ja. Auch nicht richtig kalt, aber... Mhm. Ich versuche sehr nah bei den echten Farben zu bleiben. Ja. Ja, genau. Ist der Mensch, der da kommt, auch nett und passt der zu uns? Welches Paar passt zu dir? Paare, die zu mir passen, oder die Paare, die mich gebucht haben in den letzten 2 Jahren, waren eigentlich immer Leute, die ihr Herz auf der Zunge tragen, die eher am Wasser gebaut sind, vor allem auch die Kerle. Das ist so. Und
ja, die halt das Echte und das Unverfälschte halt irgendwo mögen. Also Leute, die bei mir anfragen, haben in aller Regel meine Webseite gesehen. Und auf meiner Webseite zeige ich halt sehr viele natürliche Bilder, Menschen so, wie sie sind, ne? Und auch sehr ungepost. Ne? Also ich mag das Dokumentarische bei der Hochzeitsfotografie halt extrem. Und das sind schon die Paare, die am ehesten bei mir anfragen. Und die haben meistens, die entscheiden viel aus dem Bauch. Das merke ich schon auch, ja. Christoph, gibt es einen Moment auf einer Hochzeit, wo du sagst, das ist mein absoluter Lieblingsmoment? Ohne dieses Bild oder ohne diesen Filmschnipsel gehe ich nicht weg? Ich liebe es, Getting Ready. Ist voll mein Ding. Ich versuche es auch wirklich jedem Paar mitzugeben. Macht das mit, das gehört einfach mit dazu. Ne? Ich sehe Hochzeitsfotografie und Videografie halt als Geschichtenerzählung. Und ich sage halt wie im Kino, du gehst ja auch nicht erst nach 20 Minuten in den Film, ne? Und du gehst ja auch nicht irgendwie 20 Minuten vorher raus. Du willst ja den kompletten Film sehen und genauso solltest du auch deine Hochzeitsbegleitung, deine Hochzeitsreportage angehen als Brautpaar. Und dementsprechend muss ich sagen, es gibt nicht für mich den einen Moment. Ich mag halt diese vielen kleinen Momente, ne? diese versteckten kleinen Goldnuggets, ne? Wo du halt die Oma nochmal auf dem Bild hast, ne? Die vielleicht dann nochmal eine Träne vergießt, ne? Oder den Opa. Ich habe ein wirklich, das ist eines der schönsten Bilder, das ich letztes Jahr gemacht habe, von einer Braut mit ihrem Opa, der wirklich schon ganz, ganz tatterig und schwach auf den Beinen war, aber die stehen sehr ähnlich zusammen. Also das war wirklich ein schönes Bild. Und das sind halt so die Sachen, auf die ich stehe. Und halt so diese ganzen Sachen, wo das Brautpaar einfach komplett die Kamera vergisst, aber voll drin ist. Also Tanzfläche oder eben auch, wenn es an irgendwelche Feiern geht, ne? Wenn wir hatten so ein paar Bilder, wo sie so die welche Bänder durchschnitten haben, wo sie einfach gar nicht darauf achten, dass die Kamera da ist. Und das sind eigentlich so die Sachen, die echt fetzen. Ne? Ja. Genau. Welche Bedingungen brauchst du ganz klar für dich, um gut arbeiten zu können? Die Leute müssen geil drauf sein. Das ist das Einzige, was zählt. Die Leute müssen richtig cool drauf sein. Alles andere ist mir egal. Es ist mir egal, wo das ist. Ich lege keinen Wert auf Shishi oder Schickimicki oder sowas. Ich brauche keine fancy Hotel- oder Schlosshochzeiten. Ist cool, ne? Also mache ich auch gerne, aber brauche ich nicht. Ne? Also das Wichtige ist, dass die Leute geil drauf sind, dass die Bock haben zu feiern und vor allem, dass die halt sich gegenseitig gut finden. Ne? Also dass die auch, dass die gut Gefühle zeigen können. Ja, das brauche ich. Das ist der Mann, dessen Herz für Fotografie und Videografie schlägt. Das ist Christoph Künstler. Dankeschön. Nominiert in der Kategorie Beste Hochzeitsfotografie und Beste Hochzeitsvideografie in der Region Deutschland-West. Ihr könnt eure Stimme für ihn abgeben. Macht das fleißig. Danke dir, Christoph, fürs Interview. Danke, Bea. Schön, dass ihr hier wart. Danke, dass wir da sein durften und wir nehmen euch mit. Bis gleich. Tolle Fotos im Hintergrund weisen meistens darauf hin, dass wir wieder bei Fotografen zu Hause sind. Und das sind wir jetzt. Wir sind bei Sarah und Nico von Juvelin Media. Hallo, ihr zwei. Hi. Hallo. Ihr seid nominiert als Beste Hochzeitsfotografin in der Region Süd. Nico, seid ihr aufgeregt? Ja, definitiv. Spannende Reise. Mal schauen, was uns erwartet. Wie hat es denn mit euch angefangen als Fotografenpaar? Ich habe schon länger Fahrzeuge fotografiert, also im Automotive-Bereich, und habe mich nie wirklich zu Hochzeiten getraut, weil der Moment halt nur einmal ist. Und dann wurde ich ermutigt, überredet, wurde mir Mut zugesprochen, dass ich das doch kann, weil die Bilder toll sind, die ich mache. Und so kam es dann, dass wir zusammen auf Hochzeiten gingen, am Anfang noch mit einer Kamera, nur ich, und sie dann halt auch ab und zu fotografiert. Und ja, dann mit der Zeit haben wir dann aufgerüstet, weil es uns halt richtig Spaß gemacht hat, auch die Menschen kennenzulernen. Und ja, jetzt sind wir da. Und jetzt sind wir da. Gibt es so einen Lieblingsmoment, auf den du dich bei einer Hochzeit besonders freust, dass du den fotografieren kannst? Ja, ich mache super gerne Nahaufnahmen und Detailaufnahmen und am meisten freue ich mich echt immer darauf, die Leute kennenzulernen. Ja. Weil wenn man eine Ganztageshochzeit begleitet, dann ist das meistens, wenn man abends geht, als würde man von seiner Familie gehen, von seiner eigenen Familie gehen, weil man so viele Gespräche hat und so viele tolle neue Leute kennenlernt und da freue ich mich immer total drauf. Mhm. Sarah hat ja gerade gesagt, du bist so die Frau für die Details und für die Nahaufnahmen. Teilt ihr euch das ganze Spektrum einer Hochzeit auf? So, also wenn wir wissen, Sarah ist diejenige, die gerne die Nahaufnahmen macht, die Details macht, dass einfach klar ist, Sarah macht auch Deko-Details, macht auch Saal- und Tischdeko, macht auch Blumen. Und du hältst dich dafür an anderer Stelle auf oder spielt das immer alles ineinander und ihr entscheidet quasi spontan, wer was tut?
Wir sind tatsächlich so ein gutes Team, dass es von Anfang an irgendwie klar ist, wer wo ist. Also wir sprechen uns gar nicht ab, sondern wir verteilen uns einfach und sind immer am richtigen Fleck. Ja. Wir können uns immer darauf verlassen, dass jede Art von Bild oder Emotion dabei ist, weil... Ja, irgendeiner steht immer am richtigen Punkt. Genau. Und wenn ich draußen bei den Gästen bin zum Beispiel, dann ist sie Trainer, oder wenn es ruhiger wird. Also wir brauchen da gar nicht mehr viel reden. Das funktioniert eigentlich immer alles ganz gut. Dann macht sie Dekobilder, ich bin draußen. Also ganz stressfrei. Oder ich schnapp mir die Braut und er schnappt sich den Bräutigam. Ja. Seid ihr Fans vom First Look Shoot? Ja. Ist mega cool, weil man da halt die Emotionen einfängt. Also da kann man sie halt richtig einfangen. Und der erste Blick halt, ja, das ist der erste Blick. Ja. Klar. Auch dann ist es gut, zu zweit zu sein, weil du den ersten Blick von jeder Seite kriegst. Ja, das haben wir tatsächlich schon oft gemerkt. Also zu zweit ist schon ein Riesenvorteil. Ein Beispiel, wenn wir in der Kirche sind zum Beispiel, ich stehe vorne, sie steht hinten und wir haben beide Bilder, also Bild von vorne, und alleine wird es gar nicht schaffen. Das ist halt der Vorteil, wenn man zu zweit ist und halt gut eingespielt ist. Ja. Genau, und das gut eingespielt funktioniert dann so, dass man sich mit dem Blick verständigt und einfach weiß, okay, ich gehe noch 10 Zentimeter rüber, dann stehe ich wirklich nicht drin. Genau, kurz so. Ist es ein großes Geschenk, Sarah, tatsächlich auch mit dem Liebsten zusammenarbeiten zu dürfen? Seid ihr euch da immer einig auch? Ja, also ich war ja davor, ich hatte mit Fotos eigentlich nie was am Hut. Erst als ich dann ihn kennengelernt habe und ich habe dann seine Bilder gesehen, die er gemacht hat, und dann habe ich mich gefragt, wieso er nicht weitermacht, gerade Hochzeiten begleitet. Und ja, das wollte er eigentlich nie so. Und dann irgendwie bin ich dann mit eingestiegen und dann kam es einfach, dass wir das zusammen machen. Und ich muss sagen, ich kann mir nichts Schöneres mehr vorstellen, als wirklich nur Fotos zu schießen. Weil die Emotionen, die man dann einfach sieht, mitbekommt, die Menschen, die man kennenlernt, die verschiedenen Dienstleister, die man kennenlernt, das ist einfach alles so schön. Das ist wie so eine große Familie. Ja, das Schöne ist auch beim Bearbeiten, sehen wir das ja nochmal und durchleben den Moment nochmal. Dann sieht man die Emotionen nochmal. Und dann, wenn wir das, die fertigen Bilder an den Kunden überreichen, dann... kommt was zurück, und diese Emotion einfach, dass man die festgehalten hat, ist einfach toll. Ja. Das sind Sarah und Nico von Juveline Media. Die beiden sind nominiert in der Kategorie Beste Hochzeitsfotografen und Fotografinnen in der Region Deutschland Süd. Ich danke euch, ihr zwei, für das schöne Interview. Danke euch. Danke auch. Und wir nehmen euch mit zum nächsten Nominierten. Bis gleich. Wir stehen in der wunderschönen Festscheune Kittenhausen mit der Frau, die hier ganz schön viel mit zu tun hat, aber noch viel wichtiger, die nominiert ist in der Kategorie Beste freie Traurednerin in der Region Deutschland Süd. Wir sind bei Lilia von Deiner Hochzeitsmacherei. Hi Lilia. Hallo, herzlich willkommen. Danke dir. Wir stehen an einem Platz, wo es sicherlich auch freie Trauungen gibt und wo du als freie Traurednerin auch aktiv bist. Wie bist du Rednerin geworden? Unbedingt. In dieser wunderschönen Location haben wir sehr, sehr viele freie Trauungen. Man muss natürlich diesen Charme mal begutachten hier, was für eine tolle Atmosphäre wir hier geschaffen haben. Zum Rednertum. Nun, die schönsten Dinge, Bea, passieren per Zufall im Leben. So auch mit den freien Trauungen und mir. Ich war mein Leben lang schon immer freie Traurednerin, seitdem ich denken kann. Und irgendwann hat sich das tatsächlich so entwickelt. Hätte man mir vor einigen Jahren oder vor vielen Jahren gesagt, dass ich als freie Traurednerin aktiv bin, ich hätte das nicht geglaubt. Tatsächlich, niemals. Doch irgendwie fügt sich alles im Leben. Und ich denke, wenn wir mutig sind und unseren Weg verfolgen, dann wird es meistens was Gutes. Ja. Lilia, wenn man sich auf deiner Website umsieht, dann sieht man auf eine ganz bestimmte Weise geschriebene Kennenlerngeschichten. Ist das Teil deines Stils, die Kennenlerngeschichte so zu erzählen? Genau. Ich finde, jeder freie Trauredner hat etwas Besonderes an sich. Wir kommen als Trauredner nicht umher, ein Stück unserer Selbst in der Trauung zu verbauen. Und ich habe schon immer eine Passion fürs Schreiben gehabt. Und durch die freien Trauungen habe ich das noch mal ein bisschen verfeinert. Und die Kennenlerngeschichte, das ist die Geschichte, auf dieser Basis wird jede Liebe geschaffen. Ja, das ist der Beginn. Und ich finde, jede Kennenlerngeschichte verdient die Aufmerksamkeit und den passenden Rahmen. Ja.
Ja, um deine Frage zu beantworten, ich bin spezialisiert tatsächlich auf Kennenlerngeschichten im, sagen wir, Romanstil. Mhm. Ich catche die Gäste, ich catche meine Brautpaare und versuche sie damit zu überraschen, zu begeistern und mitzureisen. Ja. Was ist denn aus deiner Sicht die wichtigste Fähigkeit, die ein freier Redner braucht oder eine freie Rednerin? Die wichtigste Fähigkeit, die eine freie Traurednerin benötigt, ist das Einfühlungsvermögen. Wie ich soeben schon erwähnt habe, wir kommen nicht umher, einen Teil unserer selbst mit in die freie Trauung mit einzubauen. Ich finde es wichtig, dass jeder freie Trauredner diese Fähigkeit mit sich bringt, die Liebe in passende Worte zu kleiden. Mhm. Jede Liebe ist individuell, jede Kennenlerngeschichte ist individuell. Und wie wir als Trauredner im Kontext zur Liebe, zur Beziehung, zu Vertrauen, zur Verbindung stehen, das bauen wir in die Zeremonie mit ein. Somit ist in meinen Augen das Wichtigste, dass wir authentisch, liebevoll und behutsam mit der Liebe und mit der Verbindung zweier Menschen umgehen. Ja. Lilia, welchen Rat hast du für suchende Paare? Zunächst einmal ist es für mich wichtig, meinen Paaren mitzuteilen, dass sie sich Zeit lassen sollen. Sie sollen zunächst einmal die Verlobungszeit genießen. Das ist ein Moment, ein Zeitraum, in dem wir reinkommen als Paar, in dem uns bewusst wird, dass sich ein Mensch für uns entschieden hat. Mhm. Und diese Zeit sollten wir zunächst genießen und uns nicht wahnsinnig machen. Das ist mein erster Tipp. Der zweite Tipp. Man muss verstehen, dass jeder Trauredner seinen eigenen Stil hat, seinen eigenen Charakter, seinen eigenen Kontext zur Liebe. Und ich empfehle jedem Brautpaar, Gespräche zu führen, wirklich persönliche Gespräche. Ich kann natürlich auf meiner Homepage, ich kann mit Bildern arbeiten, ich kann Kennenlerngeschichten online stellen. Aber im Grunde muss man ja mich mögen, mich sympathisch finden und sich auch ein Stück weit mir gegenüber öffnen. Du weißt, wie ein Traugespräch abläuft. Du weißt, wie sehr man sich öffnet, wie sehr man miteinander zusammenwächst. Ich habe viele Brautpaare und das ist wirklich was ganz Tolles an meinem Job. Ich habe mit vielen Kontakt, weit nach der Zeremonie, weit nach der Hochzeit. Wir bleiben in Kontakt. Sie schicken mir Bilder von der Schwangerschaft, von den Urlauben, von Familienzuwachs dann. Und man muss einfach die Sympathie finden und man muss sich im Trauredner ein Stück vielleicht wiederfinden. Ja. Und dann steht einer tollen Trauung nichts im Wege. Ihr Lieben, das ist Lilia von Deiner Hochzeitsmacherei. Nominiert als beste freie Traurednerin in der Region Deutschland Süd. Ihr könnt eure Stimme für sie abgeben. Und wir schauen uns jetzt noch ein bisschen die tolle Location an. Bis bald. Er sagt von sich selbst, dass er vermutlich der verrückteste Teilnehmer in diesem Jahr sein könnte. Und er hat sich zumindest den für uns bisher verrücktesten Drehort ausgesucht. Wir sitzen hier in einer Bäckerei mit Raphael yes. vom Hochzeitskino. Herr Raphael. Genau, eine wundervolle Bäckerei hier, wo wir uns getroffen haben. Raphael, was ist denn der ungewöhnlichste Ort, an dem du je gedreht hast mit deinen Paaren? Wow, das ist echt eine spannende Frage. Puh, eigentlich waren alle Orte irgendwo ein Stück weit verrückt, sage ich mal, und crazy. Weil ja, jede Hochzeit ist, sage ich mal, einzigartig, individuell und ja, schön. Aber der verrückteste Ort, würde ich jetzt sagen, eine Scheune. Sag mal, wie bist du Hochzeitsvideograf geworden? Wow, auch eine spannende Frage. Danke für die Frage. Das war tatsächlich vor 8 Jahren, als ich die Hochzeit von meiner Schwester videografiert habe mit einem alten Android-Handy noch. Und das war richtig aufregend. Eigentlich komme ich aus dem Toningenieurbereich, also aus dem Musikbereich. Mhm. Und ich habe gedacht, Mensch, meine Schwester hat noch gefragt, Mensch, Rafa, kannst du nicht irgendwie mit dem Handy uns da irgendwie kurz aufnehmen? Habe ich dann gemacht und dann habe ich irgendwann gespürt, die Verbindung zwischen der Musik mhm. und dem Film. Und das hat mich total so ehrgeizig gemacht und auch einfach so ein schönes Gefühl gegeben, weil ich so ein vollauf, sage ich mal, Künstler bin. Und ja, genau. Dann ging es los. Genau, dann ging es eigentlich los, genau. Jetzt bist du einer der wenigen, der wirklich ganz klar sagt, ich habe eine Mission für mich formuliert. Genau, ich habe mit meiner orangenen Fliege eine richtig tolle Mission. Denn ich habe über Jahre einfach erfahren, dass Hochzeitspaare und ja, allgemein Hochzeitspaare nicht den Wunsch haben, ja, Bilder, sag ich mal, und Videos für ein Hochzeitsmagazin zu bekommen, sondern eher, sie möchten authentisch und natürlich wirken. Mhm.
Und über die ganzen Gespräche, ich habe ja ganz, ganz viele Gespräche mit meinen Brautpaaren geführt, habe ich halt dann dieses Problem ganz stark gemerkt und gefühlt. Und dadurch habe ich gedacht, Mensch, warum mache ich nicht eine Begleitmethode in drei einfachen Schritten, wie sie wirklich dieses Authentische und natürlich auch am Ende des Tages auch wirklich dann bekommen oder in den Händen halten können nachher. Ja, das heißt, du gehst ganz, ganz systematisch vor. Genau, mit deinen drei Schritten. Verrätst du uns die drei Schritte? Na, selbstverständlich verrate ich euch die drei orangenen Schritte. Für mich war es natürlich auch wichtig, dass das sich nicht systematisch auch anhört für die Brautpaare, sondern auch wirklich natürlich und authentisch und vor allem auch leicht sich anhört. Und das sind normalerweise, also eigentlich sind das auch wirklich ganz einfache Schritte. Sorry, ich bin ziemlich aufgeregt gerade. Die funktionieren so, also erstmal gibt es das unverbindliche Kennenlerngespräch mit meinen Brautpaaren. Da unterhalte ich mich ganz entspannt mit denen und zeige denen auch, wie einfühlsam ich ihren Tag sozusagen begleiten werde. Mhm. Wir maßschneidern sozusagen ein Konzept zusammen, sodass das Brautpaar sich auch wirklich abgeholt fühlt, ja, und auch wirklich das Gefühl hat, dass ich auch denen helfen möchte. Ja. Ja, genau. Und der zweite Schritt ist dann das richtig Geile, das ist das gratis Kennenlern-Shooting sozusagen. Und das mache ich wirklich absolut gratis. Also dafür nehme ich gar nichts. Dass, wenn man was gibt, kommt das dann auch irgendwann ein Stück weit zurück. Und deswegen biete ich das auch gratis an. Und das ist auch eine schöne, ich sag mal, schöne Attraktion für uns und auch ein schönes Kennenlernen, vor allem beim gratis Kennenlern-Shooting. Ja. Ja. Und im dritten Schritt dann sozusagen passiert dann dass aus dem Schritt 1 und 2 quasi das Fundament gelegt wird, dass authentische und natürliche Bilder dann am Hochzeitstag selbst entstehen. Wenn du jemandem, der noch nie was von dir gesehen hat, noch kein Video kennt, wenn du demjenigen beschreiben müsstest, wie sich ein Video von dir anfühlt, was würdest du sagen? Ganz einfach, natürlich und authentisch. Aha. Hast du einen Lieblingsmoment, den du filmst auf Hochzeiten? Nein. Moment, auf den du immer wartest? Nein, tatsächlich nicht. Ich bin wirklich individuell und ich passe mich dem Brautpaar an. So wie jetzt das Gespräch, wo ich mega aufgeregt bin, aber ich lasse es einfach auf mich wirken und versuche, mich auf das Brautpaar fallen zu lassen. Ich habe ziemlich gute Menschenkenntnisse, sage ich mal, durch die Jahre erfahren. Und ja, da gehört auch ein Stück weit als Videograf, sich da so ein Gefühl zu bekommen einfach. Mhm. Ja. Jetzt kamst du als Künstler und bist mittlerweile Dienstleister. Genau. Was ist für dich der Unterschied zwischen Künstler sein und Dienstleister sein? Gar keinen, weil ich bin immer noch Künstler und Dienstleister. Ich verbinde das beides in einem. Mhm. Das ist mir auch ganz wichtig. Ich bin nicht nur der stumpfe, sage ich mal, Videograf, der da ankommt und die Brautpaare haben sich irgendwas gewünscht, sondern ich versuche ein kollegiales Gespräch und Verbindung aufzubauen. So soll das sein. Ihr Lieben, das ist Raphael, der Mann mit der orangenen Fliege. Er ist nominiert als bester Hochzeitsvideograf in der Region Deutschland Nord. Und ihr könnt eure Stimme für ihn abgeben. Und wir, lieber Raphael, trinken jetzt noch einen Kaffee. Aber erstmal danke für das Interview. Ich danke euch, dass ihr den Weg auf euch genommen habt. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich war ziemlich aufgeregt, aber danke. Haben wir gut gemacht. Danke dir. Danke. Und wir fahren weiter zum nächsten Nominierten. Bis gleich. Zu Füßen der Burg Bad Bentheim liegt ein wunderschönes Geschäft voller wunderschöner Kleider. Das ist das Geschäft von Katrin Hesping. Wir sind bei Brautschön. Hi Katrin. Hallo Bea. Katrin, gib uns mal einen kurzen Überblick darüber, was eine Braut bei dir hier erwarten kann. Auf jeden Fall ganz viel Emotion, dass es schön ist. Das ist uns total wichtig, aber natürlich auch, dass wir eine schöne Umgebung haben, schöne Brautsuiten, 1:1-Beratung, 3-Stunden-Beratung, über 1000 Brautkleider und einfach mit ganz, ganz viel Liebe und Charme eingerichtet. Du hast ja ein großes Team. Bist trotzdem du diejenige, die jedes Kleid aussucht und bestimmt, was gekauft wird? Ja, aber nicht alleine. Ich nehm immer ein paar Mädels mit. Geschmäcker sind verschieden und so können wir einfach alles abdecken. Ja, aber das heißt, du kennst jedes Kleid? Ja, natürlich. Wie ist der Weg, den eine Braut bei euch hier geht? Du sagtest ja schon, wir haben eine 1:1-Beratung, wir haben Brautsuiten. Das ist ja durchaus was, was euch von anderen Geschäften schon mal grundlegend unterscheidet. Aber welchen Weg, welchen Vorlauf sollte eine Braut bedenken? Welchen Weg geht die Braut mit euch? Also 9 bis 12 Monate vorher ist für uns immer ganz charmant. Das schafft natürlich längst nicht jede Braut. Deswegen haben wir auch über 1000 Brautkleider. Wir haben keine so große Auswahl an unterschiedlichen Designern. Ich bin immer der Meinung, lieber eine gute Zusammenarbeit, eine enge Zusammenarbeit. Ich weiß, wenn ich zum Beispiel bei einigen
Geschäftsführern anrufe, dann kriege ich das Kleid auch etwas schneller, mhm. weil wir im Jahr dann zum Beispiel bei dem Hersteller 600 Kleider bestellen. Ja. Und das ist natürlich auch ein Privileg, was die Braut bei uns nutzen kann und glaube ich auch ganz wichtig ist in der heutigen Zeit. Die Lieferzeiten sind teilweise extrem lang geworden. Ja. Wie viele Bräute könnt ihr hier parallel beraten? Also wir haben immer 3 Stunden Beratungszeit, wir haben 7 Brautsuiten und alles andere wird tatsächlich von uns nicht angenommen. Wir haben 3 Beratungen am Tag. Siehst du in den letzten Jahren eine Veränderung bei den Bräuten? Ja, definitiv. Ich glaube, das hat schon einiges mit den Bräuten gemacht, die Corona-Phase. Mhm. Es gibt eigentlich nicht mehr diese eigentliche Saison. Du hattest eigentlich so immer deine Saison, dass die Bräute von Mai bis Oktober geheiratet haben. Und heute ist es so, die Braut heiratet auch im Dezember oder im Januar oder im Februar. Das hat sich verändert. Das Budget hat sich teils verändert. Ich möchte, dass eine Braut, die wenig hat, möchte ich trotzdem, dass sie eine so wunderschöne Beratung genießen kann. Ja, und dass sie natürlich auch was für ihren großen Tag findet. Das finde ich auch wichtig. Absolut. Ja. Wenn wir mal auf Trends schauen. Ja. Jetzt siehst du natürlich viel auf den Laufstegen. Ja. Bist du jemand, der sagt, Trend super gut, immer her damit? Oder ist es für dich eher so die Ausrichtung, nee, lass mal in einem soliden Bereich gucken, wo ich weiß, dass wir es definitiv verkauft kriegen? Beides. Ich glaube, die Mischung macht's. Natürlich liebe ich Trends, weil es dann immer auch neue Sachen sind, die ich sehe. Mhm. Aber ich bin ja selber überhaupt gar kein Trendsetter. Also ich gehöre ja nie zu den Leuten, auch wenn ich auf Instagram irgendwas erzähle. Mich fragt keiner, wo hast du die Klamotten her? Ne? Also da bin ich ja mal ganz ehrlich. Das ist nicht so der ja. Fall. Ich bin immer so diese gemütliche Person, ich muss mich wohlfühlen, aber Trends sind natürlich wichtig. Clean Chic ist gerade ein absoluter Trend. Und wenn man dann ein ganz, ganz cleanes Kleid hat und auf einmal hat man 2,80 Meter langen Perlenschleier, dann schlägt mein Herz höher. Ja. So, oder wenn ich eine Braut habe, die einfach schön aussehen möchte. Curvy-Bereich ist mir total wichtig. Bezahlbare Curvy-Kleider, aber auch moderne. Aber auch für die Braut, die sich vielleicht nicht so traut, ein klassisches Kleid. Also ja. Wir haben ja alles. Wir haben einfach alles. Es ist ja häufig so die Legende, dass die Braut genau weiß, was sie will anscheinend. Und dann kommt die Beraterin und denkt sich, nee, ich glaube, das ist was ganz anderes. Hängt ein Kleid hin und zack, das ist es. Ja. Stimmt diese Legende? Definitiv. Also oftmals ist es dann auch so, dass wir der Braut natürlich den Raum geben und bei der zweiten Runde sagen wir, darf ich dir einmal ein Kleid bringen, worin ich dich sehe? Mhm. Und dann ist es, die Braut bricht in Tränen aus und die Begleitpersonen sitzen da und sagen, wir können es gar nicht glauben. Woher wisst ihr das? Aber natürlich, eine Braut kommt rein und in dem Moment, das hört sich böse an, man scannt ja in dem Moment die Person, man sieht, okay, sie ist ganz hell, sie hat rötliche Haare. Für diese Frauen, die dann immer sagen, oh, das ist aber, glaube ich, besonders schwierig. Nein, da gibt es einfach so bombastische Kleider, wo man denkt, ihr habt so ein Privileg. Mhm. Und das macht schon echt Spaß. Ja. Jetzt habt ihr hier im Laden ja nicht nur Brautkleider, es gibt Abendmode, es gibt Accessoires, es gibt Schuhe, es gibt alles, was das Herz begehrt. Das heißt, die Braut stattet sich hier bei euch komplett aus und bestenfalls auch noch die Brautmama und die Brautjungfern. Bräutigam. Und den Bräutigam auch noch. Mhm. Ja. Bist du stolz auf das, was du hier geschaffen hast? Natürlich bin ich stolz, aber ich bin stolz mit vielen Menschen zusammen, dass das in dieser Form gewachsen ist, weil es wäre total arrogant zu sagen, dass man das irgendwie selbst geschafft hat. Ja. Da gehören ganz viele wundervolle Menschen dazu, die uns unterstützt haben in der ganzen Zeit. Ihr Lieben, das ist Katrin von Brautschön in Bad Bentheim. Katrin, ich danke dir fürs Interview. Ich danke dir. Denn Katrin ist nominiert mit ihrem Geschäft und dem ganzen großen Team aus über 50 Mitarbeitern in der Kategorie Beste Brautmode in der Region Deutschland-West und ihr könnt eure Stimme für sie abgeben. Und wir nehmen euch jetzt mit zum nächsten Nominierten. Weiter geht's mit den nächsten Nominierten und die sind musikalischer Natur. Wir sind angekommen bei Franzi und Manu. Sie heißen die Bernards. Hi. Hi. Hi, Bea. Seid ihr erst ein Paar gewesen oder seid ihr erst gemeinsame Musiker? Willst du? Du darfst, Schatz. Darf ich? Ja. Wir waren zuerst ein Paar und haben uns kennengelernt. Da wurden mir die Schuhe geklaut und ich, sie ist Orthopädie-Schuhmacherin und ich habe mir neue Einlagen machen lassen. Und dann, so haben wir uns kennengelernt. Und dann? Darf ich? Ja. Ja. Weil er mir erzählt hat, immer wenn ich jemanden nett fand, habe ich gefragt, was machen Sie denn beruflich? Für was brauchen Sie denn die Einlagen? Und dann hat er gesagt, er ist Berufsmusiker, spielt Gitarre. Und dann habe ich gedacht, jawohl, ich rufe auf den Mann. Nein, aber das ist er. Und so kam das dann. Wir haben dann auch 2 Kinder bekommen und eine Familie gegründet und immer mehr Musik gemacht. Und ja.
Das heißt, es kam auch erst die Familiengründung und dann die Musik? Ja. Also unabhängig voneinander haben wir immer schon Musik gemacht. Aber ich habe sie dann so während Corona ins Boot geholt, dass sie eben bei der Partyband, wo ich schon Jahre spiele, dann als Sängerin mitarbeitet. Okay. Franzi, ist es was anderes, mit dem Partner Musik zu machen, zu singen und zu arbeiten, als mit jemandem, mit dem man jetzt nicht eine Familie gegründet hat oder mit dem man zusammen ist? Finde ich schon, weil wir haben so eine tolle Partnerschaft und die ist so aufrichtig. Und wenn wir uns nur in die Augen gucken, dann wissen wir sofort, okay, auch wenn mal ein Fehler passiert, hey, ich mache da weiter und es ist alles gut und er gibt mir da so eine Sicherheit und es ist so ein schönes Vertrauen. Also ich habe schon viel auch mit anderen Musik gemacht und da war das Gefühl nie so da wie mit ihm. Ja, gibt es einen Song, wenn ihr den spielt, guckst du Manu besonders tief in die Augen? Mhm. Welcher weißt du, welcher das ist? Ein Teil von meinem Herzen. Wow. Genau. Das heißt, das ist immer auch so ein bisschen die eigene Seele reinlegen und obwohl wir für jemand anders singen, auch total für denjenigen mit an Bord sein? War auch tatsächlich unser Lied bei unserer Trauung. Mhm. Und wir empfehlen den auch immer wieder mal gerne und er wird auch gerne genommen. Von dem her spielen wir auch relativ häufig. Ja. Gemeinsam Musik machen, das bedeutet, ihr seid als Duo unterwegs zunächst mal, werdet aber auch in Bandstärke gebucht, Manu? Also wir zwei sind tatsächlich als die Bernhards als Duo unterwegs, mit der Option vielleicht für größere Sachen auch Musiker zuzubuchen, aber eigentlich nur als Duo. Ich habe es dir vorhin mal noch erzählt gehabt, eben mit der Partyband. Ja. Das ist eigentlich ein Kumpel und ich und sie wird als Sängerin dazu gebucht. Okay, wie ist denn das, wenn ihr Sektempfang spielt, Manu? Dann seid ihr ja deutlich freier im Repertoire als in der Trauung, wo die Songs ja vom Paar gewählt sind. Ist ein Repertoire, was ihr im Sektempfang spielt, ein Repertoire, was nahezu ausschließlich aus Lieblingssongs von euch besteht? Ja. Also wir spielen schon das, was wir aufgrund von Partyband-Erfahrung wissen, dass es auch geht. Also wir können im Hintergrund bleiben, wir können aber auch schon die Party zum Beben bringen. Zum Starten bringen beim Sektempfang. Und das schon damit das auf der Wiese. Genau. Wonach sucht ihr diese Songs aus, die auch neu einstudiert? Ist das so, guck mal, ich habe den gehört, ich habe den wiederentdeckt, lass den mal versuchen? Ja. Und das ist wieder das Tolle, dadurch, dass wir das als Ehepaar machen, die Musik. Kann es ganz oft sein, dass wir hier auf der Couch sitzen und dann hören wir ein Lied oder ihm fällt wieder was ein und er schnappt sich die Gitarre, die hier überall rumstehen und dann spielen wir und singen, dann kommen die Kinder noch dazu, rasseln mit. Das ist so wie so eine kleine Kelly-Family, nur die Bernhards. Also. Ja. Werden eure Kinder eines Tages der die Bernhards Nachwuchs? Wenn sie das möchten. Wenn sie es möchten, ja. Also es schwankt immer zwischen Verweigerung, wenn man mal konkret was machen will. Aber vor kurzem, wir haben letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt gespielt, da ist unser kleiner Eisenhart mit der Rassel zwischendrin gestanden auf der Bühne und hat mitgemacht. Und die Große wollte vor kurzem Gitarre lernen, da wollte ich ihr was zeigen und dann war nach 5 Minuten die Laune weg. Aber ohne Zwang, wenn sie wollen. Deswegen. Aber sie werden da überhaupt nicht in irgendwas reingedrückt, was sie nicht möchten. Was sind für euch die wichtigsten Informationen, Manu, die ihr von einem Paar braucht, bevor es überhaupt losgeht? Welche Songs und wie viele? Reicht. Ja, wann und wo noch. Das ist dann immer schön, wenn man das zusammen macht und die Aufgaben so verteilen kann. Ja. Gell? Gut so. Eben. Dass immer ein geduldiger Mensch neben einem sitzt, der das gut erledigt, Manu. Das Witzige ist, dass du jetzt den Eindruck hast, dass sie der Geduldigere ist. Gut gemacht, ja? Ja. Ihr Lieben, das sind die beidseitig ungeduldigen Bernhards, Franzi und Manu für euch. Sie sind nominiert als beste Hochzeitsmusiker und Musikerin in der Region Deutschland Süd und ihr könnt eure Stimme für sie abgeben im großen Voting. Ich danke euch fürs Interview, ihr zwei. Danke dir, Bea. Wir danken dir. Und das war sie auch schon fast, die allererste Sendung in diesem Jahr während der Vorentscheide der Wedding King Awards. Denkt dran, ihr könnt alle unsere Nominierten auch in unserem Podcast kennenlernen. Den gibt es bei Spotify und auf allen anderen Podcast-Plattformen und er heißt The Lovers Club. Hier könnt ihr nochmal hinter die Kulissen schauen. Das heißt, hört euch den Podcast mal an und sucht euch auch da gerne eure Lieblingsnominierten raus. Wir freuen uns, wenn es euch gefällt. Und natürlich endet keine unserer Sendung einfach so, sie endet mit Musik. Ihr habt sie vorhin im Interview schon kennengelernt und jetzt singen sie für euch. Hier sind die Bernhards. Und wir sehen uns wieder am Freitag. Bis dann. Thank you.
whole world is on your case. I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. Sowas lässt sich nicht beschreiben, kann nicht drauf zeigen, wo es ist, kann dich nur in die Arme schließen und weiß, dass du es bist. Du bist der Mensch, der mich zum Lachen bringt und der, der mit mir weint. Auch manchmal knallhart ehrlich ist, es aber niemals böse meint. Du bist der Mensch, der mir verzeiht und keinen einzigen Tag mit mir bereut und sich immer mit mir freut. Und sich immer mit mir freut. Ohne Worte, ohne Sprachen würden wir uns auch verstehen, können zusammen so stark sein und das große Ganze sehen. Ich muss lachen, wenn du lachst und weinen, wenn du weinst. Darum wirst du für immer ein Teil von meinem Herzen sein. Meinem Herzen sein. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich heute nicht zur Ruh. Das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich heute nicht zur Ruh. Das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich heute nicht zur Ruh. Das, was ich will, bist du. Ohne dich schlaf ich heute Nacht nicht ein. Ohne dich fahr ich heute Nacht nicht heim. Ohne dich komm ich heute nicht zur Ruh. Das, was ich will.